Hallo und willkommen bei RimWorld. Das hier ist übrigens eine ganz kurze neue Mini-Aufnahme von nur einer Folge. Ich hoffe mal, wir kriegen trotzdem hier ein bisschen was gebacken. Hier sind Brenn und Minyoka. Ah ja, ich kann mich wieder langsam erinnern. Tja, und hier haben wir unseren Schlachttisch, wo ein Wildschwein, Klammer, tot drauf liegt. Tja, wie sieht's aus? Die Planung hier ist ja, naja, das wird ja langsam. Unser Edward hier fällt die Bäume. Irgendein Gebäude ist ohne Strom. Die Stehlampe hier ist immer noch nicht fertig hier. Mann, immer dieses Anfangen und dann nicht fertig bauen. Wo haben wir denn unsere Baumeister? Wo sind die denn alle? Hallo? Hallo? Wo sind denn meine Leute? Okay, Dunsmore ist hier. Wilkerson, ach, der baut jetzt hier oder was? Nee, weißt du was, Dunsmore? Bau du das mal schnell fertig, hol dir hier oben ein bisschen Metall. Apropos, ich sehe gerade, dass hier auch nicht mehr allzu viel Metall zur Verfügung steht. Das heißt, wenn hier in der Nähe nicht noch irgendwo Metall rumliegt, was es nicht tut, glaube ich. Metall mal 9. Was ist das hier? Aber mit Doppelklick könnte ich ja hier mehrere Metalle selektieren, aber da gibt es auf der Karte offenbar, ja gut, hier unten liegen ein paar, die können wir ja eigentlich mal freigeben. So, und das hier auch, das Silber werden wir ja früher oder später brauchen, wenn wir Kontakt aufnehmen mit den ganzen anderen Kolonien, beziehungsweise mit den Handelsraumschiffen. Tja, hier am Weg liegt Geröll rum, da sind sie nicht schlau genug, das Silber wegzutragen, das müssen wir ihnen leider alles manuell befehlen. Der hat gleich mal seine Tür verbarrikadiert, der Wilkerson. Vor meiner Tür liegen riesengroße Steinklötze, aber ich gebe sie nicht weg. Ich kletter jeden Tag umständlich drüber. Ja, oder lauf drumrum. So, Edward ist nochmal schnell zu Abend und ich schätze mal, jetzt geht's ins Bett. Dann wird es wieder mal Zeit für den Turbomodus. Und so weiter. Energietechnisch sind wir, glaube ich, versorgt. Also wir kriegen hier langsam immer ein bisschen mehr jeden Tag. Wir sollten also auch mal so eine Sonnenfinsternis überstehen können. Ich will da jetzt nicht einen weiteren Generator oder Solarpanel bauen, weil es eigentlich wichtiger wäre, dass wir das hier mal fertig bekommen. So bald wie möglich. To assign a medical operation. Wir bekommen wieder Tipps vom Spiel. Like organ harvesting or prosthetics installation. Open a colonist's health tab. Then switch to the Operations Sub-Tab. Okay, wenn es mal wichtig ist, dann werden wir das auch machen. Noch was fällt mir gerade ein. Lieber Dunsy, trag doch mal die Kartoffeln, bevor da die ganzen Äffchen und was hier alles so rumkreucht und fleucht, uns das alles wegfrisst. Und hier sollte einer das 2,2 Tage tote Wildschwein vielleicht irgendwann mal dann auch mal so irgendwie schlachten. Ich meine, das kann man doch nicht einfach da hinlegen und dann nichts tun. Das ist doch, das geht doch nicht. Was würden da das Gesundheitsamt sagen, wenn da der Kontrolleur kommt, aus dem Raumschiff sich hier abseilt auf die Planetenoberfläche, Kolonieinspektion. Ich komme vom Ordnungsamt. Dann, also ich meine, das kann es ja dann echt nicht sein, oder? Der Brenn hier macht mich irgendwie nervös, wenn der hier mit dem Speer so rumläuft. Man muss doch scharfe Gegenstände, die muss man doch. Die muss man doch. Ja, jetzt hat er einen eingesteckt. Gut, immerhin hat er mich gehört. Man kann doch nicht so mit scharfen Gegenständen so vorausrennen. Das ist doch gefährlich. Ja, und hier Rohstoffe, Kleidung, Körperteile. Was ist denn dieses Wildschwein-Leder? Ist das irgendwie, ist das ein Körperteil? Nee. Powerklaue. Dann schon lieber ein Powerglove. Was ist Wildschweinleder? Wo kann das abgelagert werden? Das frage ich mich jetzt gerade. Es ist irgendwie nicht ganz so, nicht ganz so ersichtlich, weil hier, ich würde das gerne ja irgendwo hintun, aber ist das hergestellte Rohstoffe. Wo könnte das sein? Vielleicht wird man hier so eine Durchsuchungsfunktion brauchen. Ist das ein Brocken? Nein, ist auch kein Brocken. Tierleichen, gehört das da irgendwie dazu? Nee.
Ach, was auch immer. Von mir aus liegt es halt hier im Boden. Ja, und das hier wird dann hoffentlich bald fertig sein. Dann können wir uns eigentlich schon mal um einen Forschungstisch kümmern. Das wäre ja der nächste Schritt. Befehle, nee. Ja, ich kann die Zeit beschleunigen. Ich kann sie auch totschlagen. Glaubt mir, ich kann das. Ich weiß das aus Erfahrung. Metalllabortisch. Den können wir tatsächlich auch aus Silber bauen. Bringt uns das was, den aus Silber zu bauen? Probieren wir das mal. 500 Metall, 850 Metall, 800 Silber. Aber einen silbernen Labortisch, ich meine, wenn ich sag Metall, wie viel kostet der dann? 90 Metall. Warum sollte ich den dann aus Silber bauen? Verstehe ich jetzt nicht. Also, was das bringen würde, wenn ich den aus Silber bauen würde. So, hier ist bereits ein identischer Plan. Ja. Kann auch gut sein, dass das wirklich so ist. Ein orbitales Funkfeuer. Das werden wir halt vielleicht hier irgendwo hin platzieren, würde ich sagen. Das werden wir ja auch brauchen, dann. Um mal dann auch zu handeln. Und weißt du was? Diese Funkdings da, die bauen wir einfach auch gleich schon mal. Hierhin vielleicht. Ich meine, irgendwo muss der Steinmetztisch dann auch noch hin. Sind wir da jetzt gerade ein bisschen, aber auf der anderen Seite so richtig hinpassen tut er dann eh nur auf der anderen Wand. Also hier drüben. Schauen wir mal. Und jetzt hat die Stehlampe hier endlich Licht. Yeah! Aber Wilkerson ist nicht zu Hause. Wo ist der denn? Da ist er. Er schleppt noch etwas Metall. Ah, ja, hier die letzten Betonreste. Also die letzten Kacheln, die letzten Tiles, die er noch betonieren muss. Metalltechnisch sieht es ja, glaube ich, nicht mehr so gut aus. Da könnte eigentlich wieder mal jemand da oben ein bisschen abbauen. Na, der Wilkerson zum Beispiel. Stellen wir mal Bauen auf 2. Dann wird das hoffentlich wieder was. 51 Material fehlt. Ja, ja, keine Funkausrüstung. Verteidigung benötigt. Ja, im Moment ist das ein bisschen so eine Sache mit der Verteidigung, weil wenn ich hier irgendwo einen Turm hinpflanze, hier, dann kommen die bestimmt von der Seite, die Angreifer. Das will ich noch nicht riskieren. Ich will hier zumindest mal zumachen, dass ich so quasi, und hier vielleicht auch, dass sie dann eher von hier reinkommen müssten oder so. Oder eigentlich würde ich ja gerne da vorne hier so einen Haupteingang machen. So ein bisschen so ein Fort würde ich gerne bauen, eine Festung. Dann würde man, wie würde man das strategisch lösen? Da würde man vielleicht hier zumachen mit einer Tür drin, damit die hier raus können. Hier würde ich, glaube ich, echt so eine Mauer irgendwie so, ich weiß nicht, mit einem Abstand hier, dass die Brände nicht übergreifen, wirklich so rumbauen. Und hier vorne, das wäre dann der Haupteingang vom Vor. Und hier, gut, da müssen wir es dann eventuell erweitern, was wir sowieso wahrscheinlich müssen, weil wir noch mehr Bauplatz brauchen. Und dann würde ich eventuell sogar dann hier zumachen und hier zumachen, dann würde ich das vielleicht irgendwie einbauen in das Vor. Wie so ein Eckturm, das passt sogar ein bisschen. Und dann hier rum. Man könnte fast sogar da eine Wand dann durchziehen bis hier rüber. Und hier eine weitere Wand, das wäre doch auch eigentlich eine Idee. So könnte man es machen, aber da haben wir natürlich jetzt noch nicht die Fähigkeiten dazu. Ich mache mal ein bisschen schneller, ich mache mal Stufe 2, das mache ich sonst nie. Gibt ja hier Stufe 2 und Stufe 3. Und hoffe mal, dass das Ganze sich jetzt ein bisschen beschleunigt auf diese Weise. Tja. Ah, da hat das doch hingelegt, das Wildschweinleder. Da steht zwar jetzt nicht, was das für eine Kategorie ist. Ausziehen 0. Wie angenehm es ist, ein Objekt anzuschauen und es in der Nähe zu haben. Ein Stück Wildschweinleder hat Ausziehen 0. Das kann ich, wenn man nicht gerade Obelix heißt, durchaus nachvollziehen. Leder aus der Haut von Wild Boar. Ja, gut. Und wie sieht es baumtechnisch aus? Ich glaube, wir müssen wieder mal ein paar Bäume fällen. Es scheint nicht zu reichen. Holzboden, Holz fehlt. Leider können wir nicht sagen, hack hier immer alles ab, was nachwächst oder so irgendwie. Oder mach immer so und so viel Holz, bis du genügend hast. Das heißt, wir müssen hier einfach mal hier zum Beispiel noch ein paar Bäumchen fällen. Der geht nicht. Ja, ich kann ja eigentlich auch, geht das nicht? Ja, das geht ja eh, ich kann ja so machen. Dann haben wir eh alles. Und hier, ja, die können wir dann eigentlich auch gleich fällen, hier die.
Da, so. Müsste doch eigentlich fürs erste Mal reichen dann, dass wir ein bisschen Nachschub haben. Edward ist auch schon beschäftigt hier. Dunsmore pflanzt hier. Das heißt, eigentlich nahrungstechnisch sind wir jetzt auf der sicheren Seite. Wir haben einen Koch, wir haben hier Mahlzeiten, wir haben hier tote Wildschweine, die frisch sind, die aber irgendwie keiner schlachten möchte. Schlachterkreatur für immer. Eigentlich... Ist das jetzt eigentlich Kochen? Das ist jetzt meine Frage. Ist das Kochen? Oder ist das Jagen? Jäger töten Tiere, die zum Abschuss markiert wurden und der Koch füllt Nährstoffpastenspender. Haben wir nicht auf und bereitet Mahlzeiten zu. Ich würde das jetzt unter Kochen einordnen. Verorten, wie man so schön sagt. Aber irgendwie tut sich da nichts. Ja, und ich hoffe ja jetzt nur, dass man irgendwie... Ah, okay, hier ist wieder Metall, das ist gut. Irgendwie hier den Tisch fertig bekommen und dann vor allem eine Sache bekommen, nämlich relativ schnell dann Mauerbau erforschen, also den Steinmauerbau, weil ich würde dann echt gerne hierum eben das Ganze zumachen, so mauertechnisch. Und dann so ein kleines Vorhaben. So, und auf einmal ist alles dunkel, weil die Lichter noch nicht gebaut sind. Na, das ist logisch. Gut, das geschenkt. So, und hier haben wir eine Abfallzone. Die werden wir jetzt gleich mal vergrößern. Mittels Zone. Abfallzone. Die können wir ja, wenn wir schon dabei sind, können wir die ja auf den ganzen Sumpf hier ausdehnen. Sehr umweltfreundlich, das alles gleich in den Sumpf zu werfen. Rettet die Sümpfe. Aber, ja. Nachdem man den Sumpf ja eh nicht richtig begehen kann, weil der dann so langsam ist, ist es vielleicht keine schlechte Idee, das so zu machen. Tja. Ich mache jetzt mal ein bisschen Turbo, damit die schneller schlafen. Und der erste steht auch schon auf. Gleich, wenn der Hahn kräht oder das Wildschwein grunzt. Hähne gibt es hier noch keine. Und gleich mal Frühstück machen. Genau, dann sie macht das richtig. Wer ist denn unser Superbauer? Das ist doch der Wilkerson bzw. der Dunsmore. Das soll der mal, wenn der gekocht hat. Gut, dann koch mal ein bisschen, ja. Dann eben der Wilkerson. Der könnte doch eigentlich mal... Der könnte doch eigentlich mal jetzt so bautechnisch irgendwas fertigstellen, was noch nicht fertig ist. Was käme denn da in Frage? Ah ja, zu die Stehlampe natürlich. Bau die mal. Ah, okay, jetzt holt er das Metall von hier unten. Soll er machen, wenn er will. Verteidigung benötigt. Tja, das mit der Verteidigung, das ist halt jetzt so eine Sache. Ich hoffe ja echt, dass der erste Angriff dann nur ein Raider ist oder vielleicht zwei. Die sollten wir überwältigen können, wenn wir da ein bisschen geschickt in Deckung gehen und so. Wir haben ja auch einen ganz guten Schützen dabei. Ich glaube, wir haben jetzt ja niemanden, der wirklich nicht schießen kann. Nachdem wir hier bei Jagen... Ja gut, der Edward, der kann natürlich am besten kämpfen. Nahkampf brauchen wir jetzt nicht wirklich. Das sollten wir uns doch zur Wehr setzen können und dann, sobald wir hier so einen Eingang haben, können wir da ja auch dann Türme hinbauen. So, Wilkerson, mach doch die Stehlampe. Das ist aber, glaube ich, echt ein Bug, dass der dann zwar anfängt bei der Stehlampe, aber die nicht fertig macht. Wenn ich sage, ich möchte eine Stehlampe, dann heißt das doch, ich möchte jetzt eine Stehlampe. Verbunden, gespeichert. 88, okay, da müssen wir jetzt mal anfangen, eine zweite Solarpanel-Dings zu bauen, glaube ich, weil die laden sich nur noch ganz langsam auf und nachts würden die dann leer werden. Also, Strom, Solaranlage, ich würde sagen, bauen wir die mal hier hin. Zu wenig Metall, das stimmt allerdings nicht. So, Wilki, du baust jetzt mal priorisiert die Solaranlage, holst du da oben das Metall, was du brauchst, da ist ja jetzt genügend. So, priorisiere. Ah, ich sag das jetzt dem gleich nochmal, weil sonst tut das womöglich dann wieder nicht. Ja, genau. Ja, so ist gut. Und zack, jetzt sind wir, glaube ich, auf der guten, vollversorgten Seite. Und außerdem sind wir am Ende der Folge.
Weil, wie gesagt, das ist jetzt nur eine mini kurze zwischendurch eingeschobene zwischen Tür- und Angelaufnahme. Eine Aufnahme, eine Folge, das ist ja wahnsinnig effizient. Das sollte ich in Zukunft nicht mehr machen, aber tja, also in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Ich habe wieder keine Ahnung, was ich gemacht habe, weil es eine neue Aufnahme sein wird. Und ich freue mich trotzdem über Kommentare von euch und verabschiede mich. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.